Wartest du den Jubel auf? Hey Leute, was geht? Hier sind Julian und Louis. Damit herzlich willkommen zum dritten Adventskalendertürchen auf unserem Kanal. Heute wieder zum Jahresrückblick Player Pick. Beim letzten Mal haben wir ein SPB gemacht, heute gibt es ein Mind the Gap. Und wir ziehen bestimmt heute wieder krasse Karten. Vor allem du kannst jetzt nicht so viele gebrauchen, ne? Das stimmt, aber so ein Bäcker mit mehr Dribbling, das ist hier mein Hauptaccount, by the way, könnte ich schon ganz gut gebrauchen. Allerdings wäre es blöd, wenn ich hier jetzt einen ziehe, den ich auf meinem anderen Account nicht habe, weil da habe ich mein Adventskalender-Team. Wenn ich das das Mind the Gap dann gewinne, dann müssen wir uns noch überlegen, was wir da dann machen. Aber Stand jetzt kriegt der Sieger die SBC, die man jetzt heute hier bekommt, hoffentlich eine gute Karte. Und der Verlierer kriegt eine der besten SBCs, die in letzter Zeit rausgekommen ist, und zwar Walker Zimmermann. Wir werden heute auf jeden Fall schwitzen, weil keiner von uns will einen Walker Zimmermann im Team haben. Und dann würde ich sagen, ziehen wir das Ding, oder? Lass davor gerne noch in 3, 2, 1, jetzt ein Like da. Gerne auch ein Abo, Freunde, dann verpasst ihr kein Türchen mehr. Und jetzt gehen wir rein in 3, 2, 1, let's go in den Jahresrückblick. Player Pick, und ich hab zwei Spieler, die ich noch nicht hab auf dem Account. Was? Was ist denn jetzt los? Ich hab gerade gedacht, ich bin hier auf dem falschen Account, Alter. Player of the Month, Valverde und Alaba, die zweite Version. Boah, krass. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich den Alaba nehme, weil es cooler ist halt. Und ich hab für deinen Account ist es cooler, ja. Ja, und ich habe den anderen Alaba halt auch auf dem anderen Account. Weil Werde also, gibt es auch in besseren Versionen tradable auf dem Markt, würde ich mir eigentlich echt Alaba nehmen. Es ist ja nicht mehr so wichtig, dass Innenverteidiger lengthy sind. Ich glaube sogar, der mit mehr Verteidigen ist jetzt vielleicht in der neueren Meta sogar der bessere. Keine Ahnung, aber wie gesagt, auf meinem anderen Account habe ich den mit mehr Physis. Also nehme ich dann halt den, wenn ich heute gewinnen sollte. Mir ist gerade eingefallen, es ist ein Mind the Gap, deswegen gar nicht so geil, aber ich habe Paulinho von Leverkusen, feiere ich aber nicht so, weil der 79 Tripling hat, ist halt irgendwie nicht geil. Aber ich habe die SBC, um die so viele Leute trauern, und zwar Benacer. Sehr, sehr geil. Geil. Ja. Und den nehme ich auch, weil der wäre ganz nett fürs Team, statt Walker Zimmermann. Also ich weiß nicht, was momentan los ist, aber diese Picks gönnen bei uns so, ne? Also auf Insta auch den Alaba nochmal gezogen vor kurzem. Das ist krass, ja. Chillig. Und da hatte ich noch diesen Gosens drin, der eigentlich auch ziemlich cool ist. Ich glaube, da würden sich auch einige freuen. Bin der Heftigste. Freunde, guck mal hier. Alle beiden Alabas. Wie cool ist das denn? So, wir zocken heute in der 4-3-3 der zweiten, kaufen uns die Innenverteidiger, ZDM und Flügelspieler. Wo willst du starten? Auf dem linken Flügel habe ich Bock drauf. Dann starte ich mal in der Innenverteidigung. 10.000 Buletten und rein. Timo Werner, das ist... Oh mein Gott, egal. Willi Orban. Das Team wird heute wieder so cool. Weiter geht's. Innenverteidiger bei mir jetzt. Und was holst du dir, Großer? Rechter Flügel. Okay. Ruben Dias. Oh, okay. Super. Es wird Valverde in Form. Also das wird heute wieder eine Ultra-Katastrophe. Jetzt habe ich Ungarn, Uruguay und Algerien und drei verschiedene Ligen. Super, wirklich. Jetzt hole ich mir meinen Benacer. Nee, also hoffentlich nicht. Och nee, Skiri. Gut, der ist immerhin auch Bundesliga wie Werner, aber ja, Tunesien hat jetzt glaube ich nicht so viel Support. Bei mir wird's Bremer. Na, der kommt immerhin aus der Serie A. Der Bremer kommt zum Bremer. Alles klar, dann machen wir die Teams komplett. Bei dir wird's nochmal ein Innenverteidiger, ne? Ne, rechter Flügel. Ah, okay. Der Alaba. Der linke Flügel. Und das wird Nunez. Auch aus Uruguay, immerhin, aber... Ja, bei mir wird's Corona, weil Gnabry darf es leider nicht mehr werden. Ich habe ja schon zwei Bundesligaspieler. Schade, sehr, sehr schade. So, wir kommen zu den Teams vom letzten Mal. Auch heute könnt ihr natürlich wieder am Ende euren Senf dazugeben, indem ihr uns eure Vorschläge für das Team, wie ihr es gebaut hättet, auf Insta einschickt. @JuliusFQ und @JulianFQ. Folgt uns auch gerne für coolen FIFA-Content und mehr. Ich habe heute wirklich sehr viele Full-Cam-Teams eingeschickt bekommen, vom Lukas, vom André, aber der Aldo hat mit Abstand das Beste eingeschickt. Ich bin echt krass geflasht, wie gut er das gebaut hat mit Tomori, Hernandez, und dann hat er so mit Brahim Diaz in Form irgendwie die ganzen Spanier connected. Bremer ist auch noch drin, also wirklich richtig stark, zwei Non-Rares nur,
Und das Ganze eben auf Full Cam getribbelt. GGs, hast du wirklich stark gemacht. Wie sieht's bei dir aus? Respekt, Bro. Grüße gehen raus. Bei mir hat der gute Dennis mit einem N, ich hoffe, man spricht das dann so aus, ein Team eingesendet. Ich hatte ja beim letzten Mal, da gab es 32 Chemie und ich war wirklich extrem zufrieden mit meinem Team. Deswegen habe ich dann nicht geschaut, ob da jemand ein besseres Team hatte mit 32 Chemie, sondern ob jemand es geschafft hat, das Team auf Full Cam zu bekommen. Und der Mann hat es geschafft. Sieht dementsprechend wirklich ja schlechter aus als mein Team sozusagen, aber er hat es tatsächlich auf Full Cam gebracht. Interessant gemacht, mein Bester. Ohne Spaß, auf solche Sachen komme ich bis jetzt irgendwie nicht so oft. Alles gut, aber heute bestimmt. Jungs, haben wieder 5 Minuten Zeit und ihr habt wieder eine Stunde Zeit. Abfahrt. 3, 2, 1, let's go. 5 Minuten Timer läuft und ich muss erstmal zu Köln gehen. Der erste ist zu Gladbach. So, Benzebaini aus Algerien. Dann habe ich mir überlegt, den Perfect Link für den Willi Orban mitzunehmen, und zwar den Peter Gulaschi. Dadurch sind die nämlich Full Cam. Das gefällt mir, das gefällt mir. Mit Benacer müssen wir jetzt auch noch was dribbeln. Egal. Er kann ZDM spielen, aber nicht. Oh Mann, alle Positionen mit Österreichern von Köln, das hätte so gut gepasst. Habe ich schon besetzt. Ohne Spaß, das könnte hier sogar was werden. Pierre Kalulu, dann kann man auch RV zocken, ist halt krass, ne? Ist halt krass. Okay, Hübers muss ich eigentlich noch mit reinnehmen. Oh, der ist ja schon Rechtsverteidiger, alles nee, gut. Dadurch ist Benacer auch full. Ey, ich habe so Pech hier, ne? Die zwei wären so perfekt gewesen mit Alaba noch. Warte mal, Leipzig hat auch ein paar Österreicher. Real Madrid, Brasilianer, im ZM gibt's da nicht mehr, ne? Perfekt, schade. Ich glaube nicht. Das ist so ein bisschen Leimer, blöd. Okay, Leimer kann ZM spielen. Bobby Firmino könnten wir uns noch snacken. Von Liverpool. Oder ja, Fabinho wäre auch eine Möglichkeit als ZM, wenn man den zocken kann da. Wahrscheinlich nicht, oder? Ne, natürlich nicht. Oh, Arthur gäb's noch, aber der ist trash. Ja gut, Firmino ist eigentlich auch echt nicht geil. Kann man den als Stürmer zocken? Ja. Boah, es gibt nur World Cup Tunesien-Karten, das ist zu krass. Duciak ist von der zweiten Liga, damit komme ich nicht weiter. Okay, ich brauche noch einen Kölner. Oh Mann, Alter. Yes. Ey, dieser Skiri fickt mich wirklich komplett. Okay. Tchouaméni. Haben wir da einmal. Zack. Okay. Das bringt auf jeden Fall auch nochmal gut Chemie. Also ich muss jetzt was von Sevilla einbauen für mein Corona Marona. Ja, Suso eigentlich. Kann man machen. Jetzt brauche ich noch einen Real Madrid Stürmer. Boah, ich brauche jetzt einen ZM, der die meiste Chemie hier reinbringt. Warum spielt bei Liverpool kein Franzose? Okay, Konaté, ne? Aber im Mittelfeld nicht, ne? Nee. Blöd. Ja, okay, dann ist wahrscheinlich Camavinga doch der Beste. Wir gehen in die La Liga. Oder kann ich da jeden zocken? Weiß es nicht. Hallo, Real Madrid. 90er Modric wäre da meine erste Wahl. Okay, dann kommt der aber nicht full. Camavinga würde definitiv mehr bringen. Ist halt nicht die bessere Karte, aber dann gehe ich, glaube ich, mit Camavinga. So, dann sind wir bei 29. Was? Hab ich. Also. Ah, interessant. Ah, Bruder, ich verzweifle hier gerade. Das war natürlich nur ein Witz. Ich habe eigentlich viel mehr. Was ist denn, wenn ich mir jetzt hier vorne noch einen Benze reinstelle? Wahrscheinlich ist das sogar besser. Karim the Dream. Oh, Digga, jetzt kann ich das nicht sehen, Mann. Muss ich den noch kaufen? Okay, scheiße, Mann, wirklich. Ja, okay, ich lasse den jetzt drin. Ich weiß nicht, auf wie viel Chemie ich komme dadurch. Ich weiß es auch nicht, aber nicht auf genug, glaube ich. Okay. Ey, es hat am Ende einfach gar nicht gepasst und dieser Skiri hat mir alles kaputt gemacht, wirklich. Oh. Mit einem spanischen Real Madrid-Stürmer wäre ich, glaube ich, auf 32 Chemie gekommen, aber die haben nur so Bronzelappen als 32? Ja, wäre ich, aber komme ich nicht. Digga, ich habe dadurch echt weniger Chemie durch den Benzema.
Ja, ich auch. Ich habe nämlich auch Benzema in Sturm gestellt. Und ich habe jetzt 28. Wie viel hast du? Oh mein Gott, ich auch. Aber hätte ich den nicht reingestellt, hätte ich 29 gehabt. Das war echt dämlich. Ey, ich hatte aber heute, ohne Scheiß, ich hatte heute so viel Pech, ne? Also muss ich jetzt einfach mal sagen, immer waren die Positionen schon besetzt mit einer Karte, die perfekt reingepasst hätte. Und jetzt habe ich Schwäbe im Tor, Alter, ey. Und Walker Zimmermann im Team. Hätte ich einfach den Skiri ignoriert, hätte ich, glaube ich, sogar mehr. Hätte ich einfach 30 gehabt. Das andere Team, das drumherum wäre nämlich easy, glaube ich, gewesen. Hector noch als LV, perfekt. Jungs, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr da draus wieder bastelt. Ich freue mich schon wieder richtig, in die DMs zu gehen. Und dann sehe ich da lauter 30 plus Chemie-Teams. Und dann fragt man sich wirklich. Ja, dann fragt man sich, warum man eigentlich so viel FIFA spielt und trotzdem so ein dummer. Alles gut. Also hier seht ihr den Trümmerbruch. Wenn ich das Spiel gewinne, dann habe ich heute einen guten Tag gehabt. Mein Team, ja, ist okay, sage ich mal, ist okay. Oh, wenn du das schon sagst, dann ist es safe richtig gut. Ja, Valverde. Boah, Bro, ich wollte gerade sagen. Ey, mein Alaba holt, ich habe nichts gedrückt, wirklich. Der hat 91 Def, wie? Das sah schon echt ungünstig aus. Schade. Eieieiei. Oh. 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 Ja. Ticker. Oh ja. Mein Schönes Gott, Ding. Wirklich. Pekacito auf Werner. Oh, oh. Susu. Boah. Wie unnötig war der denn? Darwin! Da bist du doch. Timo! Boah. Timo, er macht ihn! Er war ganz böse, der Pass. Er war nice. Was war das denn gerade? Hattest du den Jubel auf? Die Rentner da aus. Das sieht so dumm aus. Oh, er macht ihn. Aber abseits. War am Abseits. Oh er mein war Gott. Abseits. Komm, Benze, Junge. Oh. Letzter Angriff. Männer. Oh nein, Alaba, Junge, was machst du denn? Oh mein Gott. Ich hasse mein Leben, Alter. Das kannst du keinem erzählen, es tut mir leid. Alles gut. So, wir kommen zum Diskarden und ich nehme eine klassische Position und zwar den Rechtsverteidiger. Okay, das ist Suso, den habe ich untrade, den stoße ich dann ausnahmsweise mal so ab, Freunde. Und dann gehe ich kurz auf meinen anderen Account und schließe eine super SBC ab. Und das ist mein Adventskalender-Team. Nach 3 Türchen läuft ja wirklich super. 3,85er. Wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir sieht's ganz gut aus, bin ich ehrlich. Smolarek, Benazer und Ter Stegen. Aber ich bin mal gespannt, was wir für eine Chemie haben nach 24 Türchen. Deswegen wird es bestimmt im Laufe des Adventskalenders auch noch ein paar Player-Pick-Battles und so weiter und so fort geben, wo man dann nochmal so ein paar passende Karten raussuchen kann. Jungs, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt hier noch ein aktuelles Video ab und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Türchen direkt wieder. Macht's dann gut. Haut rein und ciao. Ciao.